So, hallo und herzlich willkommen auf dem Dachboden. Ich stelle fest, das wird es jedes Mal, wenn ich hier jetzt die nächsten 4, 5 Mal was aufnehme, irgendeinen Kommentar zum Studio selber geben. Diesmal stelle ich fest, dass wenn die Sonne stark scheint und da hinten auf meiner Tapete da einen blöden Lichtfleck hinterlässt, ich aber das Rollo zumache, dann kriege ich keinen blöden Lichtfleck. Nein, dann kriege ich 2 Laserschwerter quasi. Ja, das vielleicht muss ich einfach zu anderen Zeiten da mal was aufnehmen oder auf schlechtes Wetter warten oder die Dunkelheit, beides trifft irgendwann ein. Ne? Ja, gut, Dankeschön. Dankeschön, Video kennen wir inzwischen. Und da das ohnehin nichts ist, was jetzt dramatisch, furchtbar dringend und wichtig und also für mich persönlich schon wichtig, aber ich denke, da kann ich noch ein bisschen nebenher aus dem Nähkästchen plaudern. Etwas ist, wo ich das eben kann. Genau, darum geht es mir. Kurz noch hierzu. Ich habe das Studio dahingehend noch ergänzt, dass ich noch ein paar wertvolle Bücher dastehen haben wollte. Einfach auch als Kreativitätsmittel. Ja, wenn ich mal gerade keinen Bock habe oder mal gerade es nicht so läuft bei der Ideenfindung, sage ich jetzt mal, dann kann man hier bei den altvorderen, alten, weisen, talentierten und toten nachfragen, ob die nicht eventuell dankenswerterweise einen Tipp für einen aufgeschrieben haben, der einem da weiterhelfen kann. Und bevor jetzt diesbezüglich Fragen kommen, wird in anderen Videos dann wahrscheinlich auch noch der Fall sein, aber ich sage jetzt trotzdem mal, was habe ich hier rumstehen? Ich habe hier einmal den Humboldt in 4 Bänden von Humboldts Kosmos, Alexander von Humboldt, Originalausgabe, deren Erscheinen er noch erlebt hat. Die Bücher sind 170 Jahre alt, ziemlich genau auf den Punkt von 1850 herausgegeben und wie gesagt, das hat er noch mitbekommen. In deutscher Sprache, Originalausgabe, Humboldt war ja Deutscher und dementsprechend auch heute noch lesbar. Und für mich ist es wirklich so, wenn man da mal kurz ein bisschen reinliest, das hat für mich so einen Wert, diese historischen Worte von Alexander von Humboldt. Ja, also das ist für mich wirklich inspirierend. Dann der hier nicht ganz so gut erhalten und man kann es auf dem Einband auch nicht wirklich lesen. Das ist Charles Darwins Reise um die Welt, ist nicht ganz so alt und hat hier leider ein kleines bisschen einen Schaden am Einband abbekommen. Ist, glaube ich, nur 130 oder irgendwas Jahre alt, das Buch. Und Charles Darwins Reise um die Welt war ja sein erstes Buch quasi, sein Reisebericht von dieser Reise, die ihn dann später zu seinem Werk, die von der Entstehung der Arten entsprechend gebracht hat und bis heute eben als Begründer der Evolutionstheorie, die biologischen Naturwissenschaften und alles, was damit irgendwie in Verbindung hängt, also maßgeblich geprägt hat. Ja. Dann habe ich hier Theodor Fontanes Reise durch England und Schottland. Das ist jetzt nichts Naturwissenschaftliches, aber trotzdem auch wirklich sehr inspirierend. Für mich eines der tollsten Bücher oder einer der tollsten Berichte von einer Reise durch ein Land, von dem Entdecken eines neuen Landes und auch der damit einhergehenden, so ein kleines bisschen ist das dann schon nicht etwas, das mich gänzlich kalt lässt, Romantik einer Landschaft. Ja, und das also auch wirklich ein finde ich, sehr, sehr inspirierender Reisebericht und gerade für mich als großen Liebhaber von Schottland, kann man also wirklich ganz viel wiederfinden, was man dann selbst auch entdeckt hat, wenn man mal nach Schottland gekommen ist oder hoffentlich da irgendwann auch mal wieder hinkommt. Daneben dran habe ich dann noch Wilhelm Hauff. Das war ein für mich persönlich sehr berühmter Dichter, Schriftsteller und hat vor allen Dingen eben seine Märchen und Novellen hier in einem Band zusammengefasst. Der ist jetzt auch nicht mehr ganz jung, das Büchlein, aber jetzt nichts super Historisches. Hauff ist jung gestorben und war unglaublich produktiv, bevor er dann gestorben ist und hat so eine relativ ausführliche Sammlung großartiger, wirklich ganz, ganz großartiger, ich finde die unglaublich toll und inspirierend, Märchen und Geschichten hinterlassen, wo
ganz viel Weisheit eines so jungen Mannes trotzdem irgendwie drinsteckt. Und eine Ideenvielfalt, das ist Wahnsinn, weil der hat sich, anders als die Grimm-Brüder, die das Zeug ja nur abgeschrieben bzw. aufgeschrieben haben, also ich will denen jetzt nicht zu nahe treten und sagen, das sei Murks, ne? Das ist jetzt nicht der Fall, aber Hauff hat sich seinen Krempel selber ausgedacht und unter anderem ist er halt auch verantwortlich für das kalte Herz und das ist für mich persönlich vielleicht eins der ja, prägendsten Märchen und ein tolles Nachschlagewerk, wenn man auch was zum Umgang mit dem Wald in historischer Zeit hören möchte, auch ein prima Zeitzeugnis dafür, weil die Zeit, wo das kalte Herz spielt, in der Zeit, wo gerade die großen Flöße, die Flüsse entlang geflößt worden sind, um das Holz dann über den Rhein nach Holland zu transportieren und dort zu verkaufen, da war er ja Augenzeuge, das war ja zu seinen Lebzeiten, als das passiert ist. Also schreibt er nicht historisch von damals, sondern quasi zeitgenössisch, was da halt gerade so abging zu seiner Zeit. Und dass dann da noch Waldgeister dazukommen, der Holländer Michel und das Glasmännlein, das macht die Sache noch spannender und ja, auch ein wie ich finde, wirklich sehr zeitloses Werk. Außerdem noch diverse andere tolle Märchen von ihm wie Kalif Storch und Zwerg Nase oder die abgehauene Hand. Auch sehr, sehr, sehr lesenswert. Ja, und dann habe ich noch, weil mir das Buch unglaublich gut gefällt und es einfach lustig ist, da hin und wieder mal reinzugucken, ein altes Lehrbuch der Zoologie von 1900, kurz vorm Ersten Weltkrieg, ich weiß nicht mehr, ob 13 oder 14. Und ja, das ist einfach interessant, wenn man sich da mal anguckt, wie sich die Wissenschaft bzw. das Wissen in diesen bisschen mehr als 100 Jahren doch so sehr verändert haben und was man damals noch glaubte, was man heute meint zu glauben bzw. zu wissen. Das Glauben ist das falsche Wort in dem Zusammenhang, ganz, ganz das falsche Wort. Aber ja. Ist auf jeden Fall spannend. Jo, und dann steht hier noch oben mein Ammonit, ein schönes Fossil von Anno Dazumal und das ist es im Grunde auch schon an schmückendem Beiwerk fürs Videostudio. Ich denke, so ungefähr werde ich das belassen, weniger ist mehr. Gut, das hat jetzt zwar nichts mit dem Dankeschön zu tun, aber trotzdem. Jetzt muss ich versuchen, chronologische Reihenfolge einzuhalten bei den Geschenkchen, die dann noch so angekommen sind. Und fang mal spaßeshalber, ich krieg die chronologische Reihenfolge nicht mehr zusammen. Aber ich kann ja mal anfangen mit einer sehr freundlichen, sehr schönen Karte, die uns erreicht hat. Ich muss nur kurz gucken, dass man da nicht den Absender lesen kann. Interessantes Papier, haben wir auch schon gedacht, aha, interessant, interessant. Und dann war hier diese sehr schöne Weihnachtskarte, hoppla, drin mit Tenching. Mit offensichtlich schneebehangenem Tännchen. Die Krone wird schon leicht runtergedrückt und man kann also die Schneelast deutlich erspüren und erkennen mit Schneegestöber, Tannenduft, Weihnachten liegt in der Luft. Haben wir uns sehr gefreut. Das war cool, dass das dann plötzlich mal im Briefkasten neben diversen weniger erfreulichen vorzugsweise Werbung und Ähnlichem im Briefkasten gelegen hat. Ja, vielen herzlichen Dank, auch wenn Weihnachten inzwischen rum ist. Ich bin nicht vorher dazu gekommen. Auch von Frau. Frau hat sich auch gefreut. Ja, dann hatten wir hier nachdem sich herumgesprochen hat, dass ich ganz gerne Whisky mag, habe ich hier eine ganz interessante kleine Flasche, aber genau die richtige Größe. Vielen Dank, weil ich krieg das nicht hin. Also was ich an Alkohol saufen müsste, was mir geschenkt wird, da würde ich Alkoholiker werden. Von daher bin ich dankbar, dass das wirklich eine überschaubare Flasche, genau die richtige Größe für den Wald. Und die Flasche an sich ist auch wunderschön. Also die werde ich auf jeden Fall aufheben. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wofür ich so eine kleine Flasche brauche, aber die ist so schön. Ich finde die unglaublich hübsch. Ja, jedenfalls ist das ein Claiborne Single Malt Whisky. 46%. Aqua Tetriari. Und soweit ich das jetzt mir schon angeguckt habe, ich habe es mal überflogen, ist leider schon wieder eine Weile her, deswegen hätte ich das natürlich für das Video nochmal kurz machen können. Bottled am 8.5.2020.
Cool. Ja, also generell gilt ja bei Whisky, der hat im Grunde ja bloß zwei Zutaten, Gerste und Wasser. Und wenn man einen anders schmeckenden Whisky machen möchte, dann gibt es dafür im Prinzip drei Möglichkeiten. Es kommt noch eine dritte Zutat dazu, nämlich das Fass, in dem er reift. Aber so grob, ohne dass ich jetzt der große Whisky-Meister und der größte Whisky-Kenner vor dem Herrn bin, ist es das im Prinzip. So, das heißt, wenn man jetzt also einen individuell besonders schmeckenden Whisky machen will, dann braucht man entweder eine besondere Gerste oder ein besonderes Verfahren, diese Gerste irgendwie auszubereiten, um ihr einen besonderen Geschmack zu geben. Bekanntermaßen zum Beispiel die Whiskys von den schottischen Inseln werden stark getorft. Das heißt, bei dem, da wird ein Torffeuer unter der Gerste angezündet und damit nimmt die ein gewisses torfiges Aroma an. Das schmeckt man dann später auch im Whisky durchaus, je nachdem wie intensiv die getorft worden ist, schmeckt man das dann hinterher wieder raus. Von vielen Leuten wird, insbesondere von Ökologen, wird Torfverbrennen grundsätzlich abgelehnt, weil das Zeug so langsam nachwächst, dass ein Torfverheizen niemals nachhaltig sein kann. Es gibt nur einen plausiblen Grund, weshalb man Torf verbrennen darf, nämlich, genau, Whisky. Das ist es wert. Sollen gewisse Leute ja schon mal gesagt haben, eventuell inklusive mir. Nein, Torfverbrennen, immer böse. Ja, besser die Whiskys ohne getorftes Getreide konsumieren. Ne? Gibt es natürlich auch. Das schmecken auch gut, so ist das ja nicht. Ja gut, aber jedenfalls über die Zubereitungsart und die Art selbst der Gerste, wo kommt die her, wie ist die gewachsen und so weiter und so fort, kann man natürlich am Geschmack rumexperimentieren. Auch die Art und Weise, wie lang man die in welchem Stadium reifen lässt, kann man am Geschmack rumdoktern. Aber die zweite wesentliche Zutat, und das ist auch ein Grund, weshalb viele Whiskys eben aus Schottland kommen, dieser hier jetzt in dem Fall glaube ich nicht. Der nicht. Ja, finde ich jetzt gerade nicht raus, wo der jetzt sagt, her ist. Naja, aber über die Qualität des Wassers wird ebenfalls nachgesagt, dass das auch maßgeblich für den Whisky verantwortlich ist. Die großen Distilleries in Schottland liegen meistens an irgendwelchen kleinen Bergflüsslein, die irgendwelche bestimmten Berge runterkommen und sollen damit ein ganz besonderes eigenes Wasser haben. Jedenfalls die ich besichtigen durfte bisher, machen da alle Werbung damit, dass sie das beste Wasser weit und breit hätten und nur dadurch ihren besonderen, wirklich ganz individuell, ganz anders schmeckenden Whisky als alle anderen Whiskys entsprechend herstellen. So, jetzt muss man vielleicht ein paar Mal schon einen Whisky getrunken haben, um überhaupt einen nennenswerten geschmacklichen Unterschied feststellen zu können, aber es gibt ihn oder wir bilden ihn uns alle kollektiv sehr erfolgreich ein. Ich vermute aber, dass es ihn wirklich gibt. Und möglicherweise ist das Wasser dabei tatsächlich nicht ganz unschuldig. Gut, und diese Komponente eben des besonderen Wassers hat man bei diesem Whisky, also ich muss mal so kurz erzählen, dieser mit dem Fass. Die Sache mit dem Fass ist folgendermaßen, damit kenne ich mich jetzt zur Abwechslung sogar wirklich aus, weil Holzinhaltsstoffe ist zufällig ein Teil meines Fachgebiets. In den Eichenfässern, in denen der Whisky dann lagert, sind diverse Gerbstoffe im Holz selber enthalten, Tannine, Gerbsäuren, verschiedene, kann man jetzt ein paar aufzählen namentlich, aber das sparen wir uns. Und je länger der Whisky im Fass lagert, desto mehr von diesen Gerbsäuren aus dem Holz geht in den Whisky selber über. Der Alkohol löst das relativ gut. Und das ist halt eben damit auch ein Faktor, dass ein länger lagernder Whisky immer mehr nach seinem Fass schmeckt. Das kann man mögen, das muss man nicht zwingend mögen. Ein gewisser Geschmack des Fasses ist vorgeschrieben. Bei Scotch zumindest muss der mindestens 10 Jahre gelagert sein, damit er überhaupt nennenswert ein Fass, eine Fassnote, eine Charakteristik des Fasses rausschmeckbar ist, aber wenn man ihn dann ganz lange im Fass lässt, was dann wiederum den Wert uralter Whiskys irgendwie ein bisschen ad absurdum führt, weil die gar nicht mehr nach dem Whisky schmecken, sondern nur noch nach dem Fass, in dem sie drin gewesen sind, wenn sie mal 50, 60 Jahre gelagert worden sind. Aber
Fass auch noch eine wesentliche Komponente. So, und jetzt bei diesem Whisky ist es jetzt eben so, dass der seine Besonderheit vor allen Dingen aus dem verwendeten Wasser zieht. Nämlich hat man hier tertiäres Wasser, also Wasser aus dem Tertiär, irgendwo angezapft und macht den Whisky jetzt halt eben nicht mit Quellwasser der schottischen Highlands, nicht, dass das was Schlechtes wäre, sondern mit uraltem, 35 Millionen Jahre altem, fossilen Wasser, nennt man das dann auch, das eben durch Clayborne diese Filterung durch die diversen Tonschichten, durch die so ein Wasser transportiert werden muss, damit es überhaupt irgendwo mal wieder austritt und irgendwo zu finden ist und abzufüllen ist, ist dieses dann unglaublich fein mikrofiltriert. Das heißt, wir haben es hier wahrscheinlich, wenn ich das richtig interpretiere, den Gag, warum dieser Whisky hier jetzt so besonders ist, mit einem wirklich unglaublich fein mikrofiltriertem Wasser zu tun, in das man hier halt eben die sonstigen Bestandteile eines Whiskys reingekippt hat. So, jetzt habe ich natürlich eine grobe Vorstellung davon, dass das wahrscheinlich schmecken wird, aber wie das jetzt nun schmecken wird, das wollen wir doch mal kurz herausfinden, also ein ganz kleines Stückchen, es ist auch eigentlich noch zu früh, aber wie kriege ich den denn am dümmsten auf? Da brauche ich Zubehör. Da bin ich jetzt wirklich schon lange gespannt, den mal zu probieren, wollte es aber speziell fürs Dankeschön-Video tun. Oh, ach so, apropos Dankeschön-Video und alkoholische Getränke. Der Elsbeeren-Schnaps, ja, den gab es beim letzten Dankeschön-Video. Den haben wir inzwischen auch probiert. Es ist halt eine Rarität und es ist was Besonderes. Er schmeckt auf jeden Fall gut. Er schmeckt... Ja, ich tue mich schwer, das zu beschreiben. Ich komme nicht ran. Es schmeckt gut. Es schmeckt definitiv gut. Und ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich den zu akademischen Zwecken hier und wieder mal bei einer Führung, wo Elsbeere eine Rolle spielt, eventuell mitnehme und dann da vielleicht zum Verköstigen, also bei kleineren Führungen im kleinen Rahmen, wo das dann auch gut geht, zum Verköstigen anbiete. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber wie gesagt, persönlich schmeckt er mir schon auch. Ich werde dann auch immer mitverköstigen, aber ganz allein, beziehungsweise nur mit Frau, und die trinkt halt wirklich nicht viel starken Alkohol, kriegen wir die Flasche nicht so schnell hier. Ja, also ich denke, hoffe, das ist in Ordnung. Freue mich auf die Gesichter, auf die ja, diese Art der Anwendung. Oh, toller Korken. Toller Korken. Guckt euch mal diesen Korken an. Der ist total toll. Ja. Freue mich jedenfalls auf diese Art der Anwendung. So, jetzt habe ich hier immer noch nicht das Plastik abbekommen. Gut, ich werde das Plastik dann später in Ruhe, bevor ich jetzt irgendwas kaputt mache, mache ich das später in Ruhe. Mal riechen. Mmh. Oh. Also der riecht vorzüglich. Also wirklich, wirklich sehr, sehr lecker. Oh. So, ich habe leider nur ein Universal-Weinglas. Ein Whisky-Gläslein habe ich derzeit zumindest nicht hier. Und man möge mir verzeihen, es geht mir jetzt wirklich nur um eine kleine Geschmacksprobe. Oh. Wahnsinnsaroma, der füllt das Glas, also das war wirklich ja nur ein Hauch, der füllt das Glas sofort massiv aus. Und ich habe keine gute Nase, wenn ich das dann trotzdem so... Boah, der riecht ja intensiv. Wow. Sehr mild. Mhm. Sehr, sehr mild. Oh, toll im Abgang. Sehr brennt fast gar nicht. Also es gibt Whiskys, die brennen auf eine, also meiner Erfahrung nach, die brennen auf eine sehr angenehme Art. Die wärmen einen dann noch richtig im Abgang. Der hinterlässt ein deutliches Aroma. Ein sehr mildes, sehr feines. Ja,
ich bin kein Sommelier oder sowas und kann jetzt hier irgendwelche Aromen von Himbeere und Walnuss oder so ein Quatsch. Entschuldigung, wer das wahrnehmen kann, ist natürlich völlig, völlig legitim. Jedenfalls, ich kann das da nicht rausschmecken, aber sehr lecker. Wirklich lecker. Also wirklich, wirklich, wirklich lecker. Ich glaube, dass ich muss natürlich noch mehr von trinken, aber der kommt mindestens in die Top 4. Wow. Wow. Also vielen, vielen, vielen Dank. Das ist ein ganz besonderes Tröpfchen. Den werde ich mir mal im Walde bei entsprechender Gelegenheit und zu einer Uhrzeit, wo das angemessen ist, schmecken lassen. Wirklich fein. Ja, machen wir weiter, sonst kommen wir heute nirgendwo hin. Spaßeshalber mal hier. Das ist ein, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Min-Max-Thermometer. Einfacher Bauweise, das ist aber auch gut so, weil die kann man dann prima irgendwo mal in den Wald hängen, wenn man da Temperaturen messen möchte. Und das funktioniert eben folgendermaßen, dass der sich merkt, welche Maximal- und welche Minimaltemperatur er gemessen hat, bevor man auf Reset gedrückt hat. Das Einzige, was mich jetzt gerade noch ein bisschen irritiert, ist, dass die Temperaturen hier generell zu hoch sind. Also wir haben hier garantiert nicht 24 Grad. Wenn hier 24 Grad wäre, dann hätte ich echt andere Sorgen. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Es ist keine Heizung an, draußen liegt Schnee. So toll isoliert ist die Bude nicht und ich brauche den Pulli, den ich anhabe. Definitiv mit dem T-Shirt würde ich hier erbärmlich frieren und habe auch so jetzt, ich sag jetzt mal, mir ist nicht kalt, aber warm ist mir wirklich auch nicht. Also weiß ich jetzt nicht, wie das zustande kommt. Ich kann hier mal spaßeshalber in den Kühlschrank packen und mal gucken, ob dann eine realistische Temperatur zustande kommt. Aber grundsätzlich, tolles Gerät, davon zwei Stück. Gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, was ich damit anstellen kann. Was ich damit auf jeden Fall mal anstellen werde, aber ich muss erstmal meinen blöden Husten loswerden, wäre bei Waldübernachtung mal gucken, welche Übernachtungsoptionen, also Zelt, Tarp, potenziell in der Hängematte vielleicht mal irgendwie hinhängen, weiß ich nicht, muss ich mir noch überlegen. Aber da kann man dann schön vergleichen, was wie warm im Laufe der Nacht oder eben wie kalt im Laufe der Nacht mal gewesen ist. Wäre natürlich schön, das im Winter auszuprobieren, aber mit meinem Husten will ich das jetzt nicht riskieren. Der wird nämlich immer dann schlimmer, sobald mir kalt wird. Drum muss ich jetzt einfach mal schaffen, ein paar Wochen lang ohne oder zumindest mal für ein paar Tage wirklich durchgehend ohne größeren Kälteeinbruch zu überstehen. Das ist gar nicht so einfach, weil ich halt doch gerne auch raus möchte und auch gerne in den Schnee möchte. Und drum tue ich mich da wirklich schwer, mich von jeglicher Kälte fernzuhalten. Wäre aber, glaube ich, für meine Lunge durchaus gar nicht so schlecht. Und draußen pennen ist also derzeit wirklich eine ganz miese Idee. Ja, also vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt auch nochmal in Videoform. Persönlich hatte ich schon. So schauen die aus, wenn sie verpackt sind. Wie gesagt, das sind zwei Stück. Und vielleicht muss ich da auch nochmal erstmal die Gebrauchsanweisung lesen. Das könnte durchaus sein. Kriege ich auf jeden Fall noch gebacken. So. Auch thermometertechnisch ebenfalls habe ich da bekommen diese hochinteressanten Knöpfle. Dazu gibt es eine App, da kann man dann auf dem Handy also auch die Werte sehen, die anzeigen. Und wenn ich das jetzt soweit richtig noch im Kopf habe, das ist immer das Problem mit den Dankeschön-Videos, ne? Das kommt zu unterschiedlichen Zeiten und dann weiß man nicht mehr genau alles, was man dazu eigentlich sagen wollte. Also hier unten sind noch so Transportsicherungen dran, die müsste ich dann abziehen, wenn ich sie benutzen möchte. Werde ich auch nochmal ausprobieren und werde dann auch entsprechendes berichten, wie mir das mit denen gelaufen ist, aber jedenfalls kann man dann auf dem Handy die Daten von den Dingern sehen und jetzt weiß ich nicht, wie weit man da weg sein darf. Smart Hygrometer. Jedenfalls ist die Idee, glaube ich, man kann so einen Teil zum Beispiel in den Kühlschrank packen. Ja, und sieht dann immer auf dem Handy, wie kalt einem gerade der Kühlschrank ist
Außerdem messen die noch die Luftfeuchtigkeit. Das ist auch hochinteressant, dann eben irgendwelche für kleine meteorologische Messungen, auch mal um eine Luftfeuchtigkeit in eben verschiedenen Zelten auch mal überprüfen zu können. Aber das ist selbstverständlich auch wieder ein langfristiges Projekt und dafür muss ich erstmal wieder draußen pennen können. Ne? Und eben häufiger auch dann mal in verschiedenen Zelten nächtigen wollen. Jetzt mit der neuen Behausung habe ich gerade gar nicht so sehr das Bedürfnis, draußen zu pennen. Die ist mir noch nicht langweilig genug. Aber kommt alles. Nur, ja, eben dauert noch ein bisschen. Aber sehr, sehr spannend, sehr, sehr toll, so ein Messinstrument. Also ich hatte überhaupt kein nennenswert brauchbares Thermometer daheim rumliegen. Von daher vielen, vielen Dank. Das wird sich sicherlich als äußerst nützlich dann für verschiedene Vergleiche erweisen. Und auch, was man auch mal machen könnte, wäre zum Beispiel verschiedene Lagerplätze untersuchen. Da kann ich die ja einfach mal im Wald verteilen. Hier wäre ein möglicher Lagerplatz, da wäre ein möglicher Lagerplatz. Nah beieinander und wirklich mal gucken, inwiefern sich einfach die kleinräumige Lage, zum Beispiel in einer Mulde, auf einer Bergkuppe, das alles im Abstand von einem Kilometer oder was, wo das Wetter grundsätzlich dasselbe sein sollte und große Temperaturunterschiede nicht zu erwarten sind, da könnte man mal in diesem Zusammenhang wirklich so ein paar Untersuchungen anstellen, wo wäre denn jetzt temperaturtechnisch gesehen, welche Form von möglichem Lagerplatz wäre optimal. Sowas in der Richtung schwebt mir auf jeden Fall auch noch vor. Würde mich selber mal sehr, sehr, sehr interessieren. Dann habe ich jetzt eben auch Möglichkeiten, das zu messen und das mal zu überprüfen. Und damit kommen wir dann zu diesem diesem wirklich sehr, sehr spannenden Zeug hier. Das ist die Fire Ant, die Feuerameise. Und das sind, ich nehme da mal einen raus. Das ist eine richtig, richtig, richtig coole Idee. Ich muss dazu sagen, ich hatte so einen, ich habe ihn auch immer noch, er liegt jetzt nur leider gerade nicht hier und ich bin da faul zum Laufen. Da habe ich mich auch schon persönlich bedankt, also falls sich jemand angesprochen fühlt. Der Handgemachte, der hat natürlich nochmal, der hat zwei Vorteile. Erstens, er ist länger, zweitens, er ist handgemacht und er hat hier nicht so ein Plastiknupselchen dran, sondern ein schönes, ich glaube, es könnte Messing sein, das weiß ich gerade gar nicht mehr, aber es sieht aus wie Messing. Und der handgemachte ist also definitiv auch sehr, sehr, sehr cool. Aber jedenfalls gibt es das auch käuflich zu erwerben. Und dazu komme ich mal ein wenig näher. Das ist im Grunde hier ein Einschraubsel. Ein Einschraubsel für ein Schweizer Taschenmesser, das einen Korkenzieher hat. Denn im Outdoor-Einsatz, sind wir mal ehrlich, ist der Korkenzieher meistens nicht unbedingt der allernützlichste, das allernützlichste der diversen Werkzeuge, die an diesen Messern dran sind. Außer wenn es dann doch mal notwendig ist. Aber es gibt erstens kleine Schraubenzieher, die man hier hinten reinschrauben kann. So Brillenschraubenzieher, wo man unter anderem eine Brille mit oder was weiß ich was man damit noch so schrauben kann. Wirklich so ganz, ganz feine. Und es gibt eben jetzt auch offenbar industriell hergestellt zum Einschrauben Miniatur Fire Steers. Ich habe auch mal geschenkt bekommen. Auch da habe ich jetzt gerade leider nichts da. Ich habe die noch, keine Sorge. Da sind noch nicht alle. Zwei habe ich inzwischen verbraucht tatsächlich. Aber es sind noch welche da. Und jedenfalls gab es mal welche, die konnte man hier an der Seite, also dieses Messer hat das nicht, aber man kennt ja die berühmte Pinzette, die Victorinox Messer haben und den berühmten Zahnstocher. Und da der Zahnstocher ebenfalls als vielleicht nicht immer ganz so wichtig empfunden wird, kann man statt dem Zahnstocher da auch einen kleinen Fire Steel reinschieben. Hab vergessen, wie der heißt. Der hatte auch irgend so einen fancy Namen. Und dann hatte man halt einen kleinen Fire Steel dann auch noch am Schweizer Messer drin und dann konnte das neben den diversen anderen Funktionen, die sie haben, halt auch Feuer machen. Gut, ja. Daher umso cooler, weil diese Messer den Einstub für den Feuerstahl ja nicht haben. Das ist ein Ranger Wood. Wenn man trotzdem eine Option hat, auch da was zum Feuermachen zu befestigen, eben in Form dieser einschraubbaren Fire Steels. Und zwar ist das ein Zwei-Komponenten-System. Das sieht man hier auch eben in der Packung. Hier oben haben wir... würdest du das scharf stellen? Dann machst du natürlich nicht. Du stellst mein Gesicht scharf. Toll, der Augenautofokus. Ja, immer schön aufs Gesicht, wenn man es auch mal gar nicht möchte. Ja, jedenfalls.
Ja, jetzt liegt es dann alles unten. Das Orangene ist der Zunder. Ja, man schraubt oben quasi als Deckel den Fire Steel rein und das kleine Orangene ist dann der Zunder, den man unten drunter schrauben kann. Ich darf die Bude nicht anzünden. Ich habe Chefin gefragt. Chefin sagt, nein, du darfst die Bude nicht anzünden. Deshalb darf ich die Bude leider nicht anzünden. In meinem Keller war mir das immer, aber hier auf dem Dachboden lasse ich das jetzt lieber mal sein. Und drum möchte ich das noch ein bisschen vertrösten, dass wir mal gucken, inwiefern wir mit sowas das dann anzünden können. Aber wenn man hier jetzt dreht, dann kommt hier der Fire Steel raus. Ja? Hier der kleine Fire Steel, das ist jetzt wieder unscharf, weil ich hoffe, jetzt kann man es sehen. Und dann hockt hier noch dieser Zunder drin. Das ist irgend so ein, ich sag mal, flauschiges Material, wenn man es aufrollt. Und das soll man dann hiermit anzünden können. Aber eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch schnell demonstrieren. Nehmen wir mal spaßeshalber den hier. Wie gut die jeweils zünden. Ein paar. Frau hört es gerade nicht. Ein paar Funken kann ich machen. Wahrscheinlich hört sie es doch. Ja. Aber sie sagt nichts, weil sie nicht reinquatschen möchte. Das finde ich sehr rücksichtsvoll. Das heißt, ich kann hier ein paar Funken machen. Ist Teppichboden brennbar? Weiß das jemand? Aber die sind wirklich, wirklich für so ein winziges Feuerstählchen. Ich muss da noch die Schutzhülle runter, ne? Kennt man. Machen die geradezu gigantisch große, krass, ja, gigantisch große Funken für so einen kleinen Mini-Feuerstil. Ich habe zuerst gedacht, oh, die sind ja winzig, da kriegst du doch niemals ein Feuer mit an. Aber offensichtlich ist die Qualität von dem Material hier über jeden Zweifel erhaben. Die machen erstaunlich große Funken. Und wenn man dann eben noch einen Zivilisationszunder auch noch eben im Korkenzieher drinstecken hat, bin ich schon ziemlich optimistisch, dass man damit wirklich ein Feuerchen ankriegen könnte. Ja, wie gesagt, ausprobieren. Dann ein andermal, da mache ich ein extra Video. Nicht böse sein für alle anderen, die mir was geschenkt haben, wozu ich nicht ein extra Video mache. Das hängt halt einfach, liegt einfach an der Natur der Sache, dass etwas, was man was anzünden kann. Da habe ich halt immer ein bisschen Spaß mit, ne? Zumal ich Feuerdefizit habe, nachdem an Silvester ja da einiges zu meinem großen Bedauern ausgefallen ist. Ich hatte noch überlegt, ob ich irgendwo ein Alternativfeuer im Wald mache, bis mir eingefallen ist, dass wir ja auch noch gleichzeitig Ausgangssperre haben. Danke, Winfried, danke. Daher ich auch nicht in den Wald abhauen konnte, um da irgendwie silvestertechnisch irgendwas zu tun. War dann auch nicht so schlimm, weil wir quasi am 31. umgezogen sind und damit waren wir dann auch K.O. genug, um ohnehin nicht sonderlich in Feierlaune zu sein, sondern lieber die Gemütlichkeit unseres eben gerade wieder frisch zusammengesetzten Bettes recht früh in Anspruch zu nehmen. Von daher passt. Ja. Aber normalerweise wäre ich sauer, Winfried. Ja, merkst dir. Eigentlich bin ich ja gar nicht so unzufrieden mit dem Winfried, aber das hat mich schon genervt. Ja, war noch was? Nee. Ah doch, ja. Herzlichen Dank auch für das vor ein paar Tagen erfolgte Trinkgeld, das über PayPal gekommen ist an. Ich glaube, bei solchen Sachen muss ich wirklich zumindest mal Initialien dazu sagen. DW. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Zumindest ist das der Name, der da halt eben so bei uns angekommen ist über eben entsprechend PayPal. Und wir werden das. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Entweder, also ich versuche solche Trinkgelder dann tatsächlich auch als Trinkgeld zu nutzen. Also entweder. Oder Essgeld und da irgendetwas, was dem leiblichen Wohl dient, davon zu erwerben. Und ich denke, das wird wahrscheinlich in Form von Grillhähnchen investiert werden. Corona-bedingt essen gehen ist nicht, sonst wäre das normalerweise die Methode meiner Wahl. Ich gehe ja wirklich sehr, sehr gern essen, wenn die Option dann besteht. Dann wird zum Beispiel so ein Trinkgeld gerne mal verwendet für einen zusätzlichen, manchmal esse ich auch Salat. Oder eine hinterher noch ein schönes Dessert oder halt für das ein oder andere zusätzliche, dann auch manchmal nicht schwarze Getränk. Ja,
meistens. Aber ja, Corona-bedingt und da vor unserem lokalen Supermarkt hin und wieder, ich glaube immer mittwochs, der Hähnchenmann steht, der Grillhähnchenmann, denke ich, könnten wir uns da doch mal eine Portion Grillhähnchen, also ein halbes pro Nase und ein wenig frittierte Kartoffelstifte dazu durchaus leisten und werden dann dankesvoll an dich denken. Ja, also auch dafür herzlichen. So, da bin ich wieder. Das war jetzt ein kleiner Schnitt hier drin. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich dann noch eine Kleinigkeit vergessen hatte gestern. Und darum nehme ich jetzt diesen Einspieler noch am nächsten Morgen auf. Denn es gibt noch zwei Bücher, die hatte ich jetzt irgendwie nicht auf dem Plan gehabt. Und außerdem noch eine andere Kleinigkeit. Da hatte mich nämlich, fühlt sich hoffentlich angesprochen, jemand gebeten, meine Videos runterladen zu dürfen für das für die eigene Sammlung von kriegst du nicht mehr hundertprozentig zusammen für die eigene Videobibliothek sozusagen, wo man sich dann entsprechend weiterbilden kann. Da hatte ich nichts dagegen und derjenige hat da auch nochmal eine entsprechende Dankesbotschaft uns zukommen lassen und da möchte ich mich dann auch nochmal herzlich für bedanken, in der Hoffnung, dass sich die betreffende Person angesprochen fühlt. Ja, also vielen, vielen Dank und sehr gern und Das nächste, beziehungsweise was untergegangen ist, sind diese beiden Bücher. Da möchte ich mal kurz anfangen mit diesem vergleichsweise kleinen Heftchen, das ich als Reaktion auf meine Luftwaffenhistorie bekommen habe. Und das behandelt so ein bisschen, ich bin noch nicht durch, aber das, was hätte sein können, so mehr oder weniger im Bereich Luftwaffe in Anführungszeichen, ne? wenn ich das bisher richtig überblickt habe. Ist ganz spannend, das ist mal wieder was ganz anderes. Ich lese ja ganz gerne mal was ganz anderes und dankenswerterweise ist der Umfang noch zu bewältigen. Also nur weil ich mich selbst nicht kurz fasse, heißt das ja nicht, dass ich es nicht manchmal zu würdigen weiß, wenn andere Leute das dann doch tun. Das ist zwar gemein und böse, aber manchmal mag man halt eben nicht die Langfassung haben. Warum ihr euch da ständig antut, weiß ich sowieso nicht. Aber ein interessantes Heftchen und da geht es eben um den Arrow, also wenn ich das, ein sehr alternativer Flieger und mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil ich kenne mich mit der Thematik zu wenig aus. Wenn ich da jetzt noch irgendwelche Sachen erzähle, die dann am Ende gar nicht stimmen, drum halte ich lieber die Klappe. Ist spannend, erinnert einen wirklich an die Zeit, als man dann noch versucht hat, möglichst nah an den Flieger ranzukommen, wenn der startet, damit man dieses Beben des Triebwerks dann besser mitbekommt. Ja, aus heutiger Sicht, beziehungsweise das war mir damals ja auch schon klar, bin ich eigentlich nicht der Meinung, dass mehr hochmotorisierte Technik jetzt in irgendeiner Form die Lösung für alle Probleme sein sollte, aber spannend ist halt doch, ne? Spannend ist es in jedem Fall. Gut, aber ja, geht ja auch nicht darum, dass das jetzt die Lösung für irgendwas ist, sondern geht darum, dass ich mich für das Buch bedanken möchte. Ja, also ja, das ist wirklich mal ganz was anderes, erweitert den Horizont. Ist auf Englisch, auch nicht verkehrt, wenn ich mal wieder was auf Englisch lese, glaube ich. Ja. So, und dann habe ich hier noch einmal, da weiß ich allerdings nicht von wem, den Jura-Konflikt bekommen. Da war keinerlei Beipackzettel oder sonst was dabei und ich meine auch nicht, dass ich irgendwo eine Mail bekommen hätte, die da irgendwie darauf hinweist, warum mir dieses Buch hier jetzt geschickt worden ist. Da geht's drum um den Kanton Jura in der Schweiz, der erst 1979 entstanden ist und das war wohl höchst kompliziert, bis es dazu gekommen ist. Es ist sicher eine super spannende Geschichte.
Ich lese mal den Klappentext vor. Die Geschichte, die 1979 zur Entstehung des Kantons Jura führte, war eine bewegte. Der Wiener Kongress, da hat man schon mal was von gehört, ne? 1814-15 schlug das Gebiet des heutigen Kantons Jura, des Berner Juras und des Laufentals dem Kanton Bern zu. Da müsste man jetzt schon so grob wissen, wo sich das befindet in der Schweiz, ne? Damals ahnte kaum jemand, dass damit ein jahrzehntelanger Konflikt losgetreten wurde, der bis heute aktuell ist. Die Separatistenbewegung und ihre Jugendorganisation, Wort, das ich nicht aussprechen kann, sorgte für ständige Provokation. Die bernische Obrigkeit reagierte während Jahren mit verbaler und oft auch polizeilicher Unerbittlichkeit. In den 1960er Jahren trat eine Terrorgruppe mit dem Namen Front de Libération Jurassien oder so ähnlich auf. Mit Anschlägen auf Militärdepots, Brandstiftungen, Bauernhäuser und Sprengstoffattacken verbreitete die FLJ Angst und Schrecken. Hauptakteur war der Weinhändler Marcel und nochmal irgendein Wort, das ich nicht aussprechen kann, Boilat oder so ähnlich. Boilat, ja. Ja, jedenfalls, grundsätzlich klingt das hochgradig spannend und scheint mir ein wahrer Thriller echter Politik zu sein. Vielleicht ist das eine Reaktion darauf, dass ich ein paar Mal zu oft die Schweizer als neutral eingestuft habe. Ich weiß es nicht. Aber ja, mir fehlt der Kontext. Ich kapiere nicht, warum ich dieses Buch bekomme. Das ist so, dass ich meine, danke, kann ich sicherlich mal auf den Lesehaufen legen, der zu lesenden Dinge, und ist sicher auch mal wirklich ganz spannend, wenn wir mal im Jura unterwegs sind, und da werden wir unterwegs sein, dann wäre es auch ganz spannend zu wissen, eben was die politischen Hintergründe dieser Region sind und was es da mal alles so gegeben hat an Zwistigkeiten und so weiter und so fort. Denn Zwistigkeiten mögen ja nicht besonders gut sein, aber immerhin sind sie meistens relativ spannend. Ja, nur wie gesagt, ich kapiere nicht ganz den Zusammenhang und. auch wenn ich das jetzt durchaus spannend finde. Also, es ist jetzt, ich will jetzt wirklich nicht undankbar erscheinen oder sonst irgendwie, aber wenn ich überhaupt keinen Bezug zu einem Buch feststellen kann, warum mir das jetzt geschenkt wird, dann weiß ich auch nicht so genau, warum ich das jetzt unbedingt dringend lesen muss. Ich meine, ich bin Naturwissenschaftler, ich interessiere mich selbstverständlich, wie jeder halbwegs gescheite Mensch es tun sollte, auch ein wenig für Politik natürlich, insbesondere die meines eigenen Landes und hin und wieder dann auch mal gerne die von anderen Ländern, insbesondere wenn es da einzelne Aspekte gibt, die besonders spannend sind. Aber meistens suche ich mir diese Aspekte schon selber raus und ich habe dann auch ehrlich gesagt genug damit zu tun, mit die Literatur, die ich mir selber rausfische, zu lesen und mich auch fachlich immer noch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten und weiterzubilden. Und deswegen, ich sage ja nur so jetzt mal, also grundsätzlich sicher ein großartiges Buch, aber das kommt jetzt wirklich halt nicht ganz oben auf den To-Read-Stapel. Ich besitze, ich habe keine Ahnung wie viele, aber ihr habt in keinem Video jemals auch nur ansatzweise all meine Bücher gesehen. Ich habe eine ganze Bibliothek geerbt. Bis ich das alles gelesen habe, was da lesenswert wäre, bin ich 95 oder irgendwie sowas um den Dreh. In der Hoffnung, dass ich das werde und dann auch die Chance habe, tatsächlich mal alles zu lesen, was es da zu lesen gibt. Das heißt, es ist nicht so, dass ich mich nicht über Bücher freue. Auch freue ich mich über Bücher, die meinen Horizont dahingehend erweitern, dass ich von der entsprechenden Thematik keine Ahnung habe. Aber es dauert dann einfach, das muss man wissen, bis ich dazu komme, das wirklich zu lesen. Und da muss man dann tatsächlich wahrscheinlich in forstlichen Zeiträumen denken, dass es eine halbe Umtriebszeit im schlimmsten Fall dauern kann, bis ich dann dazu komme, das eben entsprechend zu lesen. Auch wenn ich in letzter Zeit relativ viel lese. Aber da ich Bücher auch gerne zweimal lese, insbesondere ein bisschen schön geistigere Literatur, sorgt das nicht unbedingt dafür, dass ich jedes Mal, wenn ich was lese, automatisch gleich meinen Stapel mit zu lesenden Zeug reduziere. Ja?
Also das wäre vielleicht einfach nur noch mal kurz mir ein Anliegen, das noch mal zu erwähnen, denn ich will ja auch nicht lügen und so tun, als wäre das jetzt eine Offenbarung, dieses Buch, und ich würde mich da sofort drüber hermachen, wäre total begeistert. Das stimmt halt einfach nicht. Ich bin dankbar und ich freue mich über diese Anerkennung dessen, was ich hier so tue. Wenn ich dafür Geschenke bekomme, freue ich mich wirklich immer, ganz egal, was es ist. Und an diesem Spruch, es ist der Gedanke, der zählt, da ist für mich wirklich auch echt was dran. Ja, also für mich persönlich stimmt das absolut. Man freut sich einfach, wenn man da eben einen Gegenstand bekommt, der darauf hinweist, dass da jemand offensichtlich an einen gedacht hat und der Meinung war, einem eine Freude machen zu wollen. Und dann funktioniert das auch grundsätzlich völlig egal, worum es sich handelt, meiner Meinung nach. Und klappt auch so, aber einfach nur, dass wenn ich jetzt behaupten würde, ich wäre halt total aus dem Häuschen und würde mich sofort über das Buch hermachen, das stimmt halt nicht. Ja? Und das will ich dann halt auch nicht so hier öffentlich kommunizieren. So, und Entschuldigung, das waren die Dinge, die ich da noch vergessen hatte beim gestrigen Dankeschön-Videodreh. Und das wäre es dann gewesen. Daher jetzt zurück zur Verabschiedung von gestern. Und ich besorge mir noch irgendwas Warmes zum Anziehen. Herzlichen Dank. Ja, das soll es gewesen sein. War ja jetzt ein kleines bisschen länger als geplant. Aber dafür wisst ihr jetzt auch Bescheid, was es mit der Dekoration da im Hintergrund auf sich hat. Inzwischen habe ich auch keine Lichtstreifen mehr an der Wand. Ich bin begeistert und bedanke mich bis zum nächsten Mal. Und dann auch wieder ein normales, reguläres Video natürlich. Herzlichen Dank nochmal. Tschüss.